Leute, was geht? Alles Fähigen bei euch? Ich hoffe immer noch. Was geht, ey? Es ist Hype-Time. Es ist Star Wars-Zeit, Mann. Alle Welt ist im Star Wars-Fieber. Das neue Game kommt raus. Der neue Film kommt raus. Und yeah, alle sind so gerade im Star Wars-Heavy-Fieber. Ich auch, unter anderem. Ich werde euch hingehen und euch ein bisschen was von dem guten alten Battlefront 1 zeigen. Ja, nicht das nagelneue Start hier. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, nicht hinzugehen und das neue Game zu kaufen, weil es gibt einen Haufen Gründe dafür. Einen ganzen Haufen Gründe. Werde ich gleich sofort weiter eingehen. Ich werde hier erstmal eben sofort einen Soforteinsatz starten. Und ich habe mir gedacht, ich mache hier so drei Parts insgesamt, so themenbasiert, und wir fangen mit Episode 4 mäßigem an. Das heißt, es wird sandig. Wir gehen ins Sandmeer. Natürlich guten alten Bürgerkrieg. Und springen da mal direkt rein. Yeah. Ah, ich liebe es, ey. Oh, dieses Game ist so gut, ey. Ah, herrlich. Pandemic, was ist aus euch geworden? Ach ja, EA hat euch eingestampft. Stimmt, ich erinnere mich. Toll gemacht, EA. Toll gemacht, ey. Ah, richtig dreckiger Scheiß, ey. Okay, ich könnte euch natürlich auch was von dem neuen Battlefront zeigen. Vielleicht nicht direkt, da es noch nicht raus ist. Zur Zeit gerade. Aber ich würde es mir sowieso nicht direkt holen, weil EA, wo soll ich anfangen? EA, ja, das ist schon der Stichpunkt. EA hat die Rechte an der Star Wars Marke erhalten für einen ganzen Haufen Games. Ich weiß gar nicht, sollen 5 sein oder so. Auf jeden Fall Battlefront halt der Teil, der als erstes hier rauskommen soll. Den will ich noch nicht einnehmen. Ja, das werde ich haben. Sehr geil. EA geht hin, veröffentlicht jetzt das viel angepriesene Star Wars Battlefront. Was ich sogar gar nicht mal so schlecht finde, zu anfänglicher Skepsis. Die Demo, oder besser gesagt Beta, die ich gespielt habe, hat mir echt Spaß gemacht. Zu Anfang dachte ich erst so, okay, was ist denn das für ein Scheiß? So, das ist irgendwie nicht Battlefront, das ist irgendwas anderes, so im Verschnitt zu Battlefield. Aber als ich das dann mehr gespielt habe, habe ich dann ganz schnell feststellen müssen, so, ja, das ist geil, das ist süchtig, Mann. Das ist irgendwie anders, aber es ist irgendwie gut. So, deswegen, ich hab 25 Stunden oder so habe ich die Beta lang gespielt. 450.000 Points. Aber was mich jetzt vom Kauf abhält, Leute, das bringt mich echt auf die Palme. Sind Sachen wie, wir lassen Content, der eigentlich im Spiel sein sollte, einfach mal raus. So, und schnüren dann dafür einen 50 Euro DLC Season Pass. Ist das nicht geil? Warum schneiden sie es raus? Weil das Game jetzt direkt fertig sein muss. Das Game muss zum Start von dem neuen Film fertig sein. Holiday Season, yeah, Weihnachten und so weiter. Ja, ja, alles muss zu diesem Zeitpunkt raus. Und das ist halt, ja, dem Content auf der Disc dann geschuldet, so ungefähr. Oder dem Content im Spiel insgesamt. Das heißt, wir bekommen, warte, was bekommen wir? Wir bekommen ein Game mit, soweit ich jetzt weiß, 12 Maps. Was waren es noch? Missionen, mit einem Heldenmodus, Dropzone, Walker's Halt, Jägerstaffel, Fracht, Heldenjagd, Gefecht, Deathmatch, Druidenalarm. Das sind die ganzen Modi, die da drin vorkommen. Und ganz ehrlich, das hört sich recht nice an. Aber wenn man mal tiefer eingeht da in die Materie, dann stellt man fest, dass viele davon eher Capture the Flag Modes sind, die sich nicht wirklich stark unterscheiden. Abgesehen davon, dass die Skins von den zu beschützenden Sachen oder einzusammelnden Sachen anders sind. Yeah, ist cool. Ich frage mich, wie viele Modes davon irgendwann nach Release, nach den ersten 2 Wochen überhaupt noch gespielt werden. Das wird die Zeit zeigen. Was war noch? Das Game kommt, soweit ich das bisher gesehen habe, in 3 verschiedenen Varianten raus. Einmal natürlich regulär. Also nur das Game mit seinen 12 Maps, bla 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 bla.
Und dann nochmal die Special Edition, oder die Deluxe Edition, wie sie nennen, mit drei Star Cards von Haus aus unwählbar. Diese Star Cards sind halt zwar direkt unwählbar, aber die sind nicht exklusiv. Das heißt, jeder kann sie freispielen. Wirklich jeder. Und das meist dann nach den ersten paar Matches so ungefähr. Was für 10 Euro, weil ihr müsst euch im Kopf behalten, die reguläre kostet 59, ja? Die Deluxe Edition kostet 69 Euro. Hat zwar auch ein cooleres Cover, okay, kann man drüber streiten, aber es ist halt ein schönes, schlichtes Stormtrooper-Cover. Für diese 10 Euro extra, diesen frühen Zugang, scheiß auf den, bekommt ihr zwei Emotes. Wer nicht weiß, was Emotes sind, das sind diese kleinen, komischen, Bewegungen, die die Figur machen können, so wie, yay, ich kann jetzt hier tanzen, woo! Und dann wird euer Stormtrooper tanzen, oder euer Rebell, und das ist lächerlich. Das heißt, ihr zahlt 5 Euro pro Emote. Wer es sich schönreden will, zahlt nochmal für dieses extra tolle Cover von der Verpackung extra. Aber das ist es doch nicht wert, oder? Das ist doch Banane. Keine Ahnung, warum Leute dafür Geld ausgeben. Ich kenne Leute, die dafür Geld ausgeben, die sich wahrscheinlich aber gar nicht bewusst sind, was in dieser Deluxe Edition wirklich drin ist. Deswegen möchte ich euch alle nochmal irgendwie warnen. Kauft den Scheiß nicht, bitte. Bitte, 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 kauft den Scheiß nicht. Das ist Abzug. Das ist richtiger Rotz und Abzug, der euch da untergejubelt wird. Und, das... Ich kann es gar nicht oft genug sagen, ey. Ach ja, wobei ich da vielleicht nochmal gleich später drauf eingehe. Doch, kommen wir nochmal kurz. Der Season Pass. Season Pass wird für 50 Euro 4 Download-Pakete enthalten. Die Sache ist, wir wissen nicht, was in den Download-Paketen ist. Wir wissen, dass einige Sachen gestrichen worden sind, die wahrscheinlich dann den Weg über den DLC ins Game finden, der eigentlich von vornherein im Spiel sein sollte, was dann aber der Zeit geschuldet ist. Und ich gebe dafür nicht DICE die Schuld, nein, auf keinen Fall. Ich gebe EA die Schuld, weil EA ist der Assi-Verein, der hingeht und den Leuten nicht mehr Zeit lässt, denn EA braucht das Geld jetzt. Jetzt zur Winterzeit, zur Weihnachtszeit, da wo alle Leute hingehen und feiern. Yeah, das pisst mich schon so ein bisschen an. Okay, ich mache hier einen kurzen Cut und dann bin ich gleich sofort wieder da mit dem nächsten Part und ich hoffe, ihr bleibt dabei, weil ich habe noch ein bisschen mehr hier über das neue Battlefront zu haten und zum Ausrasten. Das bringt mich echt in Rage. Okay, Leute, haut rein, bis gleich.